Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Assassin's Creed Bloodlines. Ich bin es heute im Smurfix. Wir hocken hier gerade und beobachten hier die Lage. Beim letzten Mal haben wir hier nun einige Informationen gesammelt. Unser Ziel ist aktuell Frederik der Rote, der Informationen hat, um in das Templerarchiv zu kommen. Und dann, damit sollte es uns möglich sein, vielleicht etwas herauszufinden, ob die Templer doch noch mehr von diesen Artefakten haben. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal reinkommen, das haben wir schön stealthy hier geschafft. Beim letzten Mal haben wir den Anführer der Tempelwache besiegt und der macht uns hier die Sache ein wenig leichter, indem er ein paar Tempelwachen abgezogen hat. Und nun würde ich sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, hier unser erstes cooles Attentat durchzuführen. Das ist natürlich eine geile Position zum Anfang. Was ist, wenn ich hier entdeckt werde? Ich weiß es nicht. Aber das wäre jetzt erstmal wichtig, den zu eliminieren. Weil ansonsten hätte er mich gleich gespottet, wenn ich hier rumgekrabbelt wäre. So. Die Burg ist aber nicht so schön gebaut, Mann. Stell dir mal vor, ihr habt so eine Burg, Mann, weiß nicht, 10 Jahre Arbeit, Mann. Und dann stehen da einfach so hässliche Steine raus, Mann. Kann ich da jetzt einfach hochgehen? Das hat sich so angehört, als wäre er so, nein. Ja, ach, okay, dann tötet mich halt. Drehst du dich um? Nicht. Requeste in Pace. So. Läuft ja wie geschmiert aktuell. Hoppala. Ich bin keine Assassin. Ich sag's euch immer wieder. Ich bin der Bettlerprinz. So. So. Bam und. Schöner Move. Sehr schöner Move. Okay. Wo bin ich? Ich weiß es nicht. Ich will eigentlich irgendwo hochklettern. Ich hätte ja gleich hochklettern können. Aber wurscht. Manchmal muss man auch hier ein bisschen den Mörder in sich rauslassen. So. Kann ich da hoch? Ja. Sehr gut. Schön. Gefällt mir. Also ich meine, das Kämpfen, ihr seht, es ist noch ein bisschen easy. Also aktuell zumindest. Aktuell ist es sehr easy. Wir haben von Anfang an Kontern freigeschaltet und die Gegner stellen noch keine allzu große Herausforderung dar. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es einfach nett. Da geht's immer hoch. Wie geht's jetzt weiter? Komm bitte. So. Aber ich finde es einfach nett, Mann, dass es hier halt unterschiedliche Methoden gibt. Ich meine, man könnte jetzt ja einfach durchstürmen, so wie wir es leider aktuell machen, weil ich dumm bin. Aber man hätte auch schön stealthen können. Ach, kommt's. Ist jetzt eine scheiß Situation gerade, weil die Gegner spawnen hier, so wie ich das sehe, unendlich nach. Aber ich kann es versuchen. Au! Immer diese miesen Move, Mann, wo sie einfach so... Der eine chillt da. Schau ich euch an, Mann. Er schaut es einfach so an, Mann. Denkt sich... Nee, er schaut einfach so die Richtung und sagt sich... Nee, du? Ich hab gerade Feierabend, Mann. Ich kämpfe nicht mehr gegen den Trottel. Feierabend beginnt erst in 5 Minuten. Jetzt muss ich ja noch kämpfen. So, der läuft einfach weg. Das ist auch ein cooler Typ. Keine Gnade, Männer. Diese Insulaner sind nur abergläubige Heiden. Denkt daran. Sie wollen euch nicht. Sie mögen euch nicht. Und sie verstehen die wahre Bedeutung unserer Mission nicht. Bei jeder Gelegenheit planen sie euren Tod. Also bleibt wachsam und traut niemandem. Findet die Schwachstellen ihrer Rüstungen und schlagt zu. So ist's richtig. Gut. Standhaft. Spart euch das Feiern für die Taverne. Alter, wie schlecht, Mann. Er kann keine verdammte Klinge auf ihn schmeißen, Mann. Ach, dann machen wir es halt auf die altmodische Methode.
Das war sehr schön, Alte hier. Wie du einfach eiskalt an ihm vorbeigelaufen bist, anstatt ihn zu eliminieren. Bam! 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 Ich finde es übrigens nett, das Rollen, Mann. Das funktioniert ja so schön viel einfacher als am alten Assassin's Creed. So, time to end this, Frederick. So, jetzt ist es noch Zeit zu fliehen. Jetzt sind noch die beiden Superwochen von Frederick übrig. Schauen wir mal, ob sie dann seinen Tod rächen können. Sieht mir jetzt eher gerade nicht danach aus. Nummer 1 ist schon mal down. Ich hätte es lustig gefunden, wenn Nummer 2 geflohen wäre. Sie haben ein Schild, Mann, aber irgendwie setzen sie ihn nicht ein, gell? Oder habt ihr jetzt gefühlt, die verteidigen sich jetzt dadurch besser? Eigentlich nett, oder? Aua. Schön, dass du auf meiner Karte nicht markiert warst. Hallo. Alter, hört's halt auf. Das ist so richtig scheiße, Mann, wenn die da einfach so aufploppen, Mann. Und das war auch scheiße von mir. Ich habe noch 3 Lebensbalken. Pass mal auf, Max. Alter. Bitte spawn's halt nicht einfach immer im... Alter, wie sie einfach im 2-Sekunden-Takt immer nachspawnen, Mann. So richtig unfair. So. Schöner Move. Komm. Sehr geil. Und jetzt. Bam, 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 bam. Ah, man hätte so schön hochklettern können. Und wieso mache ich das nicht? Das kann ich auch nicht beantworten. Das war der bis dato beste Assassin's Creed Move in allen Spielen, Mann. Wir sind einfach so jumpen. Alter, die Assassinen jumpen immer auf so große Höhen, Mann. Die müssen das, die überleben das immer. Wieso sollen wir das nicht überleben? Das ist so cool, Mann. So cooler Move, Mann, wie er da einfach so runterjumpt. So, servus, ich gehe da jetzt so ganz entspannt raus. War so cool, Mann. Sie jumpen da an ihren Tod. Wir können das auch. Der eine, der auch seinen Kameraden abgeschlachtet hat, war auch super. Ey, Leute, war die... Also, Tempel... Alter. Oh, er ist durchgelaufen. Nicht schlecht, Freunde. Was ihr könnt, meine Freunde. Ich bin ja glatt beeindruckt, Mann. Trotzdem, der Move war einfach zu krass, Mann. Oh, wir sind hier immer noch im Palast, fällt mir gerade auf. Geh da hoch. So, das ist jetzt ein bisschen schwer. So, so. Kamera rotieren, rotieren. Geht nicht. Aber ich will jetzt nicht einfach durchs Frontgate laufen, Mann. Das ist doof und da muss ich wieder so viel kämpfen. Aber ich schaff's auch nicht, hier drauf zu hüpfen. Ich schaff's ja nicht mal einen Block nach vorne zu hüpfen. Also ich schon, aber Alter, ihr nicht. So. Das wird sogar ich schaffen, muss ich jetzt mal so böse sagen. So, also im Block nach vorne hüpfen und vielleicht da festhalten. Ich würde mich vielleicht nicht hochziehen können, aber das Vorlaufen, das sollte schon schaffbar sein. So ist das schon mal. Bam, 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 bam. Stealth pur, Mann. So geht's doch auf, Mann. So geht's auch. Es erinnert mich, ich spiele gerade Wolfenstein in New Order, Mann. Und da gibt's so lustig, Mann, da gibt's so Wachen mit Nahkampffunktion, Mann. Und die haben einfach so eine Geschwindigkeit von 1 km/h. Der erinnert mich ein bisschen an die. Oh oh. Stopp den Tempelangriff auf den Unterstoff. Gedächtnislog aktualisiert. Nicht gut, 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 nicht gut. Warte mal. Da ist ja eh keiner. So. Also, unser Assassinenburg wird hier angegriffen. Maria, du hättest sie töten sollen. Alter, du hattest jetzt genügend Chancen, sie zu töten. Es war klar, dass nur eine Frage der Zeit ist, bis sie hier was macht. Warum ich? Was habe ich euch getan?
Wenn ihr den Assassinen seht, müsst ihr ihn melden. Don't miss this. Alter, hier, ich bin gerade nicht gut gelaunt, Mann. Ich hatte eine lange Schiffsfahrt. Werde jetzt von einer... Wahrscheinlich wurde ich jetzt von einer Frau hier, hier... So manipuliert. Ich weiß nicht, was sie mit Alter hier gemacht hat. Dass er sie einfach nicht töten konnte. Und wegen der muss ich jetzt hier... muss ich euch jetzt alle töten, Mann. Das ist nicht cool, Mann. Ich kämpfe gerade richtig scheiße. So, den Move, Mann. Maria ist nicht unter den Toten, also wurde sie gefangen oder befreit. Er flieht! Lass ihn nicht entwischen! Ein feiger Mord erschüttert meinen Orden. Frederik der Rote, erschlagen. Er, der Gott und Zypern stets ehrenvoll gedient hat, stirbt durch die Klinge eines Meuchelmörders. Wer von euch wird mir die Schuldigen ausliefern? Feiglinge, ihr lasst mir keine Wahl, als den Mörder selbst zu finden. Ich gebe meinen Männern volle Immunität, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Bouchard, die Bürger sind bereits unruhig. Vielleicht ist das keine gute Idee. Wer hat sonst noch Beschwerden vorzubringen? Tretet bitte vor! Armand Bouchard! Wer stört? Ach, eine alte Mitstreiterin. Bouchard, ein Assassiner ist auf Zypern. Ich konnte fliehen, aber er kann nicht weit sein. Nun, Maria, das wäre dann eure zweite wundersame Flucht von den Assassinen, ja? Einmal bei des Sables Tod und nun hier bei mir, auf meiner Insel. Bouchard, ich stehe nicht mit den Assassinen im Bunde. Hört mir zu! Des Sables war ein jämmerlicher Wurm. Vers 70 der Ordensregel verbietet ausdrücklich, mit Frauen zu verkehren. Denn durch die Frauen webt der Teufel sein stärkstes Netz. Der Sabel übertrat diese Regel und zahlte mit seinem Leben. Ihr wagt es! Ein Wunderpunkt, wie? Sperrt sie ein! Ja. Nehmt Maria wieder gefangen, fangt Maria und ihre Häscher ab. Darf ich eine dumme Frage stellen? Wäre es jetzt nicht schlauer, hier Tushar zu töten? Ah, aber der Beresabel und sie waren ja echt zusammen. Das ist doch eine pikante Information. So. Was ist das? Zurücktreten. Tratsch und... Klatsch und Tratsch im 11. Jahrhundert. Schon damals spannend. Das ist das Brisant von heute. Vom damals, meine ich. So. So. Aber. Wieso hört sich das an, wenn ein Gegner mich schneidet? So anders, weiß nicht, würden meine ganzen Innereien einfach rausfliegen. Kommt. Das nehme ich dir übel, mein Friend. So, Maria, wie geht's dir denn so? Fasst mich nicht an. Wegen euch hält man mich für einen Verräter. Ich bin nur eine willkommene Entschuldigung für euren Zorn. Die Templer sind euer eigentlicher Feind.
Wenn ich die Gelegenheit bekomme, bringe ich euch um. Falls ihr eine Gelegenheit bekommt. Aber dann werdet ihr den Edensplitter nicht finden. Und was wäre den Templern lieber? Mein Kopf oder das Artefakt? Das dachte ich mir. Trotz seiner Prahlerei hat Bouchard Marias Warnung ernst genommen. Meine Quellen sagen, dass er sofort, nachdem er unseren Unterschlupf zerstörte, nach Kyrenia gesegelt ist. Wie schade. Ich hätte ihn gerne kennengelernt. Wie komme ich am schnellsten dorthin? Mit dem Schiff, keine Frage. Aber die Piraten werden euch ohne Grund nicht einfach so an Bord lassen. Sucht den Mann namens Pascha im Hafen. Erinnert ihn an den Gefallen, den er mir schuldet. Er könnte euch auf das nächste Schiff nach Norden bringen. Ihr seid ein Mann mit guten Beziehungen, Alexander. Findet ein Schiff nach Kyrenia, überbringt der Mannschaft des Schiffes Alexanders Nachricht, ohne bemerkt zu werden. Das ist nicht lustig. Das ist keine coole Aufgabe. Aber das werden wir schon irgendwie deichseln. Doch bevor wir das deichseln, machen wir noch einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Assassin's Creed Bloodlines. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.